findet meine Drohne? Sie ist hier in meinem Kamerarucksack, schön klein, verräumt in einem Fach. Winterzeit, ist Drohnenzeit? Nein, ich habe mir eine Drohne gekauft, die Mavic Pro, und will die jetzt heute hier im Schnee ausprobieren. Ich bin da wirklich noch völlig unerfahren, was Drohnen angeht, und bin schon ganz gespannt. Hier ist sie bereit, Mavic Pro. Da habe ich meinen Controller, ja, und jetzt installiere ich das mal. Start. Heute ist es nicht ganz so kalt wie das letzte Mal. Ich habe gerade gemerkt, eigentlich müsste ich wirklich mal noch ein paar Tutorials und so anschauen. Es ist nicht ganz so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich denke, üben kann ja nie schaden. Deshalb lassen wir doch das Ding heute nochmals fliegen. Wie starte ich? Ja, da, genau, mit dem Pfeil nach oben. Das war's. Ja, hier. So, zum Abheben, yes! Diese Graureiher umkreisen zuvor meine Mavic Pro. So, Flugstunde Nummer 3 hier in dieser wunderschönen Umgebung mit dem Nebelmeer. Es geht schon besser. Heute verlasse ich den Beginner-Modus und ja, werde mich auch mal da etwas Richtung Nebelmeer wagen. Also, let's start! Heute ist der vierte Tag, dass ich meine Drohne fliegen lasse. Winter ist zurück, dafür haben wir schöne Sonne und wunderbaren Schnee, um etwas zu filmen und die Drohne auszuprobieren. Mavic Pro, ich habe 3 Akkus und lege jetzt mal einen hier ein und werde alles vorbereiten, damit wir dieses Ding hier in die Luft gehen lassen können. Übrigens, das letzte Mal bin ich das erste Mal aus dem Anfänger, aus dem Baby-Modus gegangen und jetzt auch wieder. Also es ist schon ein komisches Gefühl, wenn die Drohne einfach plötzlich so weit weg ist. Da muss ich mich noch daran gewöhnen, aber die Bilder sind toll. Sie ist genug hoch, auch der Akku hat nicht mehr so viel, ich denke. Wir holen sie mal zurück. Das ist der zweite von 3 Akkus. Das war mein erstes Drohnenvideo und ich werde natürlich noch mehr Aufnahmen machen. Ich werde noch mehr üben und noch mehr experimentieren, um herauszufinden, was gut aussieht. Ja, also wenn du noch mehr sehen willst von meinen Drohnenbildern und natürlich auch sonst einfach alles rund ums Filmen, dann abonniere doch meinen Kanal, gib mir einen Daumen hoch und teile mein Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal.